Wir leben in Zeiten der Totalisierung von Informationen. Wollen Sie sich wirklich über die wahren Themen zum Thema Gesundheit informieren? Gute Informationen liefert Vikrisana. Bist du schon auf Vikrisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute suchen wir nach Erklärungsmodellen, nach wissenschaftlichen Sichtweisen oder Dingen, die man noch einordnen kann oder nicht einordnen kann. Heute möchten wir uns einmal ein bisschen etwas hell fühlen, hell sehen und die Differenzierung zur Charlatanerie ein bisschen genauer anschauen. Und dazu habe ich heute einen Herrn hier, der die amtliche, also bis vor kurzem noch die amtliche Anlaufstelle führte in Freiburg im Breisgau für parapsychologische Beratungen für Menschen, die wirklich Dinge erlebt haben, die sie nicht einordnen können. Und bevor man da irgendwo in ein Loch fällt, ist es wichtig, sich mit einem fachkundigen Menschen zu treffen oder zu telefonieren. Mein Gast ist Physiker, mein Gast ist Psychologe und wie gesagt, Parapsychologie ist das, was er sich seit 60 Jahren damit beschäftigt. Und es ist eine große Ehre und Freude, Ihnen nach dem Intro mein Gast auch zu zeigen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen mein Gast zeigen, Dr. Dr. Walter von Lucadou. Ganz ja, herzlich willkommen. Ja. Du, bevor wir da richtig einsteigen, wie bist du eigentlich selbst auf dieses faszinierende Gebiet gekommen, dich da damit zu beschäftigen? Ja, eigentlich ganz, ja, wie ein Wissenschaftler zu was kommt. Also es war eigentlich so, schon im Schulunterricht war ich natürlich immer gut in Physik, Mathe, das waren meine Lieblingsfächer und ich wollte natürlich auf jeden Fall Physik studieren. Und wir hatten im Deutschunterricht irgendwie eine Geschichte gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das genau war. Ich habe es auch nicht mehr herausgefunden. Aber jedenfalls taucht da ein Gespenst auf, also ein Geist. Ja? Es geht irgendwie um einen Waldfrevel und dann der Frevler begegnet dann einem Geist und geht ihm dann schlecht. So, und da habe ich dann mit meinem Deutschlehrer, ich war schon immer diskussionsfreudig, und da habe ich mit meinem Deutschlehrer einen kleinen Streit angefangen und zu dem gesagt, ja, das passt überhaupt nicht in die Geschichte rein. Das ist alles so realistisch geschildert und dann kommt so eine Schmonzette, was soll denn das? Und dann hat mein Deutschlehrer zu mir gesagt, ja, ich soll mal nicht so vorlaut sein. Ein guter Rat. Jedenfalls hat er mir dann ein Büchlein mitgebracht von Hans Bender, meinem späteren akademischen Lehrer. Der war ja Professor in Freiburg für Grenzgebiete der Psychologie, Parapsychologie. Das war der einzige Lehrstuhl, den es damals gab für dieses Fach Parapsychologie. Und der hatte ein kleines Buch geschrieben, das war im Schünemann Verlag, erschienen 1956. Und da hat er eben solche Fälle, wie ich so heute jeden Tag am Telefon höre, so gesammelt und aufgeschrieben. Und ich habe das gelesen und dann musste ich sagen, also hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ich habe gedacht, Papier ist geduldig und die Leute spinnen oder wollen sich wichtig machen. Das wird schon nichts sein. Aber, ja, das sieht man halt wie ein Wissenschaftler, irgendwas habe ich gesagt, wenn da nur ein Promille von richtig ist, dann haben wir was in der Physik nicht verstanden. Das habe ich sofort gesehen. Und dann bin ich damals in die Buchhandlung gegangen, das war, glaube ich, 1963 oder so, und habe gesagt, was haben Sie denn über Parapsychologie? Da gab es gar nichts. Und dann gab es damals noch keinen Computer, aber so dicke Bände, so grüne Bände, wo alle lieferbaren Bücher drin aufgeführt werden. Und da gab unter Parapsychologie 3 Titel. Das muss man sich mal vorstellen, 3 Titel. Naja, und dann habe ich halt das Billigste ausgewählt, weil mit meinem dürftigen Taschengeld musste ich mir das lange zusammensparen. Und das war dann ein Titel, durch Zufall, von Hans Driesch. Hans Driesch war Professor für Philosophie an der Universität in Leipzig, noch vor dem Kriege. Übrigens auch später Präsident der English Society for Psychical Research, also ein wirklich wichtiger Philosoph. Er war auch Biologe und findet man in jeder Philosophiegeschichte. Und Hans Driesch gehörte zu den sogenannten Neovitalisten. Die Neovitalisten, das waren Philosophen und Wissenschaftler, die sich die Frage gestellt haben, die heute noch relevant ist, nämlich, kann man alles mit der Physik erklären? Reicht die Physik aus, um die Lebensvorgänge zu beschreiben oder gar die psychologischen Vorgänge, unser Bewusstsein? Und Hans Driesch hatte daran Zweifel. Und deswegen hatte er einen Begriff entwickelt, der eigentlich auf Aristoteles zurückgeht. Er hat so eine Art Lebenskraft erfunden und die hat er Entelechie genannt.
Und dann hat er jetzt nur nach Beispielen für diese Entelechie gesucht. Und da hat er dann ein Buch geschrieben und es hieß Parapsychologie, die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen. Das gibt es heute noch. Also ist verschiedene Neuauflagen. Damals ist im Rascher Verlag Zürich erschienen, ich glaube 1957 oder sowas. Oder ja, ich weiß es nicht genau auswendig. Jedenfalls habe ich dieses Buch gelesen. Und der Hans Driesch, der war so ein klarer Verstand, der eben genau, wie ich das jetzt auch versuche zu machen, die Dinge ganz klar, alle kritischen Fragen gestellt hat, sich damit auseinandergesetzt hat. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wenn so ein kluger Mensch, der einen so scharfen Verstand hat, der Meinung ist, dass da was dran ist, dann möchte ich es wissen. Und das war der Grund, warum ich dann in Freiburg Physik studiert habe. Meine erste Handlung, nachdem ich mit Physik eingetragen ist, zu Hans Bender ins Institut zu laufen. Und dort, seitdem bin ich da dabei. Und ich wollte es einfach wissen. Ich wollte wissen, wenn, also Physik war für mich wirklich so das Ein und Alles. Und wenn da was nicht reinpasst, dann muss man es wissen. Das kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Und deswegen habe ich dann auch noch Psychologie studiert und habe auf dem Gebiet angefangen, Forschung zu treiben. Und zwar ziemlich bald. Mhm. Also das war der Einstieg. Also nicht so, dass ich sage, ich habe da irgendwie eine mystische Erfahrung gemacht oder so. Gar nicht. Also ich meine, ich war dann später dabei, sondern ich wollte wissen, was da dahinter steckt. Mhm. Und ich habe mir gesagt, also wenn so ein kluger Mensch wie der Hans Driesch der Meinung ist, dass es sowas gibt, dann kann man das nicht einfach ignorieren. Klar. Ja, also es ist natürlich relativ billig und auch bequem zu sagen, diese Phänomene gibt es nicht, das ist alles Täuschung, Betrug. Aber das machen wir heute immer noch sehr stark. Da haben wir trainiert, wir sind fit da genau, drin, diffamieren, diskreditieren. Genau, das haben wir so in der Schule gelernt. Ja, und ich finde, das war übrigens auch der Grund, warum ich die Beratungsstelle dann eingerichtet habe, weil ich mir gesagt habe, Jugendliche, und da bin ich in Hunderten von Schulen gewesen, die wollen anständige Antworten haben. Denn soll man nicht irgendwelche halbgaren Dinge präsentieren. Zumindest soll man ihnen zeigen, welche Fragen berechtigt sind. Mhm. Auch wenn wir keine Antwort haben. Und das ist mein A und O, das sage ich auch immer. Das ist für Lehrer schwer. Aber wenn mich jemand anruft, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, da habe ich eine bestimmte Technik. Ich höre nämlich zu. Und das nenne ich Tabula Rasa, Lehrertisch. Ich höre mir jeden Bericht so an, als würde ich ihn zum ersten Mal hören. Als hätte ich noch gar nichts im Kopf, als wüsste ich noch gar nichts über die Welt. Ich höre genau zu und habe keinerlei Vorannahmen. Und dann erst hinterher, wenn ich genau zugehört habe, dann versuche ich, kann man das irgendwie einordnen, irgendwo. Und dann fängt natürlich der ganze Mechanismus an. Und wie gesagt, ich finde, und wenn ich das dann nicht weiß und ich kann es nicht einordnen, dann sage ich den Leuten, tut mir leid, ich weiß es auch nicht. Es ist meiner Ansicht nach ein ganz grober Fehler, wenn man den Eindruck erweckt, als Wissenschaftler oder als Lehrer, als hätten wir für alles eine Antwort. Mhm. Das führt die Leute wieder paradoxerweise in eine Unmündigkeit, weil sie glauben, die Wissenschaft hat für alles eine Antwort. Und dann werden sie auch unvorsichtig und uninteressiert. Mhm. Tauchen wir mal ins Intro-Thema ein, hell sehen, hell fühlen. Was ist da, hast du hier Fake gesehen, hast du das wirklich festgestellt? Es ist so, es geht, es gibt Leute, die das können, aber nicht jeder. Wie grenzt man das ab, wie findet man die Differenzen aus? Was sind so deine Erfahrungen? Ja, das ist eine richtig schwierige Frage. Und zwar deswegen, weil nach statistischen Erhebungen, das kann man ja relativ leicht solche soziologischen Umfragen machen, also repräsentative Umfragen, wo man festgestellt hat, dass 60-70% der Bevölkerung schon mal so ein Erlebnis hatte. Also so wie ein Wahrtraum. Also was geträumt, was dann hinterher eintritt. Mhm. Oder eine Mutter hat plötzlich das Gefühl, hoppla, da irgendwas ist passiert mit meinem Kind, fährt nach Hause und stellt fest, dass irgendwie ein Unglück passiert ist. Das kommt so häufig vor. Oder im Krieg war das, gibt es tausende von Berichten, wo die Ehefrauen plötzlich gesagt haben, jetzt habe ich mitgekriegt, mein Mann ist gefallen und so Sachen. Mhm. Also das kommt so häufig vor, dass man
auf jeden Fall sagen muss, ein soziologisches Faktum, dass es sowas gibt als Phänomen. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, was steckt dahinter? Und da fängt natürlich die Parapsychologie an, das erstmal experimentell zu untersuchen. Und da hat man natürlich dann mit G.B. Ryan, das war ein Biologieprofessor in Durham in Amerika, der hat systematisch versucht, Hellsehen, Präkognition, das ist Hellsehen in die Zukunft, und Telepathie, das ist sozusagen mitkriegen, was jemand anders gerade erlebt, auch eine besondere Form von Hellsehen, kann man sagen, hat systematisch untersucht. Und dabei hat er dann 1946 ein Buch publiziert, The Reach of the Mind hieß das, und kam zum Schluss, dass er nachgewiesen hat mit statistischen Methoden und Kartentests, dass es Hellsehen und Präkognition und Telepathie wirklich gibt. Fertig, Punkt. So, und jetzt müsste man eigentlich sagen, ja, warum steht es nicht im Schulbuch? Das ist ja 1947 schon gewesen oder 46, ja. Ja, der Grund ist, weil man keine Erklärung dafür hatte. Das hat nicht in die Physik gepasst. Und dann noch was, und das ist ganz wichtig. G.B. Ryan war ein sehr gründlicher und sorgfältiger Mensch, also kann man jetzt nicht sagen. Und die meisten Kritiker des Okkultismus und der Parapsychologie, die haben auch anerkannt, dass es ein wirklich kritischer Mensch war. Aber es stellte sich heraus, dass die statistischen Ergebnisse nicht sehr stabil waren. Aber sie waren signifikant, aber sie ließen sich schlecht reproduzieren. Es gab immer wieder Experimente, kam nichts raus. Das ist bis heute so geblieben. Und da gibt es ja dieses Verfahren, das nennt sich Remote Viewing. Das ist sozusagen eine moderne Form, die in Amerika entwickelt wurde. Und zwar von einem Projekt, was vom CIA unterstützt wurde. Das war das Stargate-Projekt. Und da wollte man natürlich Spione trainieren, übersinnlicherweise die Bösewichte auszuspionieren. Es gab wirklich erstaunliche Erfolge. Aber das Problem auch hier war, dass man festgestellt hat, man kann sich nicht darauf verlassen. Man muss dann echt extra nochmal einen Spion hinschicken, der guckt, ob es auch stimmt, was der da intuitiv gesehen hat oder aufgeschrieben hat oder ins Mikrofon gesprochen hat. Und da haben die sich dann natürlich gesagt, ja, schöne Erfolge, aber kostet ja doppelt so viel, wenn wir sowieso jemanden hinschicken müssen. Und dann wurde das eingestellt. Und das kann man eigentlich sagen, das ist der empirische Befund, ist, dass es zwar erstens mal phänomenologisch solche Erfahrungen gibt, und zwar häufig. Zweitens, dass experimentell untersucht wurde und zu positiven Resultaten führte, die aber nicht sehr stabil waren und wo man immer jemanden braucht, der es überprüft. Und ich kriege häufig, jetzt kommen wir mal zur praktischen Seite, und ich habe da noch einiges zu sagen, Anrufe, die sagen, ja, ich bin in einer schwierigen Lebenssituation, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, soll ich zu einem Hellseher gehen? Oder eine Hellseherin oder ein Medium? Andere sagen, ich habe die Brosche von meiner Großmutter verloren, die hängen so am Ding, ich weiß nicht, wo die ist, es tut mir so leid, soll ich zum Hellseher gehen? Tja, und wie ist die Antwort? Bei dem ersten würde ich sagen, bloß nicht. Wenn es um Lebensprobleme geht, bloß nicht. Ich erkläre gleich, warum. Und bei der Brosche sage ich, naja, ausprobieren schadet nichts. Warum soll man bei Lebensproblemen nicht zum Hellseher gehen? Ganz einfache Antwort. Weil der Hellseher nicht hell genug sieht, um zu wissen, ob er reine Fantasie produziert oder nur die Wunschgedanken seines Gegenübers oder seine eigenen Wunschgedanken oder sonst was oder irgendwas, was vielleicht woanders passiert. Das kann er nicht unterscheiden. Und deswegen ist der Betroffene sozusagen hinterher nicht klüger, sondern mehr verunsichert als vorher. Konkretes Beispiel, da kam mal ein junger Mann zu mir in die Beratungsstelle, war ein sympathischer junger Kerl, und er erzählte mir, es war ihm die Freundin davon gelaufen, sowas kommt vor. Ja, okay, und da war er natürlich sehr betrübt, und dann ist er zu einer Hellseherin gegangen, und die hat ihm gesagt, ja, also hätte ich ihm auch sagen können, also, die nächste Bekanntschaft ist so gut wie verheiratet, ja, mit der, also die hat er schon. Naja, also der hat sich dann so blöd angestellt bei jeder Bekanntschaft, die er gemacht hat, dass ihm natürlich erst recht jede davon gelaufen ist. Das hätte ich ihm auch sagen können. Mhm.
Also das heißt, ich habe ihm dann ein bisschen den Kopf gewaschen und habe gesagt, er soll auf sowas gar nicht hören. Ja? Und das ist dann. Also wenn es um Lebensplanung geht, dann soll man das nicht machen, weil man davon nur verunsichert wird und überhaupt nicht weiß, ob es hilft. Wenn man dagegen eine Brosche verloren hat, dann kann man ja feststellen, ob sie da ist, wo der Hellseher sie sieht. Und dann ist, oder wenn eine Person verschwunden ist, wenn die vermisst ist, dann kann man überprüfen. Also wenn man es überprüfen kann, dann kann man es ausprobieren. Die Trefferrate ist nicht so groß. Und das Lustige nicht ist... Nicht so groß, weil nee, man hört doch immer das Gegenteil oder ja, auch in der Polizei. Ja, da komme ich gleich drauf. Okay. Ja, die ist nicht so großartig, ja. Aber ausprobieren kann man es. Da habe ich nichts dagegen. Vor allem weiß man ja dann, wenn es geklappt hat, dann ist es schön, wenn es nicht klappt. Aber braucht man dazu einen Hellseher? Das sage ich zu den Leuten, nee. Wer hat denn das größte Interesse dran, die Brosse wieder zu finden? Hm? Wer denn? Ja, klar. Doch nicht der Hellseher. Nein. Die Person selber. Ja. Also sage ich zu der Person, ich meine, Sie haben doch Ihre eigenen intuitive Begabung. Achten Sie mal auf Ihre Träume. Vielleicht träumen Sie von der Brosche, wo Sie sie vielleicht verloren haben oder hingelegt haben und nicht mehr finden. Oder ich sage zu den Leuten, machen Sie mal so ein Ratespiel, nehmen Sie ein Pendel, Sie können es auspendeln. Fragen Sie, habe ich es im Haus verloren? Und dann müssen wir im Pendel ausmachen, hin und her schwingen heißt ja, im Kreis heißt weiß nicht und querschwingen heißt nein. Ja, können Sie es auspendeln. Warum? Weil Ihr Unbewusstes vielleicht weiß. Und auf die Art und Weise erfahren Sie von Ihrem eigenen Unbewussten, wo es war. Ein Hellseher macht nichts anderes. Und viele Leute finden ihr Zeug selber wieder. Warum? Weil sie das Interesse dran haben. Ein Hellseher muss nämlich, oder eine Hellseherin muss nämlich fertig bringen. Und es gibt natürlich solche Leute, ich würde die nicht alle über einen Leisten schlagen, die erstens mal so eine intuitive Begabung haben und dann auch diese Empathie, einem anderen Menschen helfen zu wollen. Und es gab ja, und jetzt kommen wir da zur Polizei, in Holland diesen ganz berühmten Paragnosten Gérard Corset, den kannte ich noch persönlich, und der hat tatsächlich auch der Polizei geholfen und der hat ganz erstaunliche Treffer gelandet. Also die waren wirklich umwerfend. Und er hat sogar irgendwie einen Titel als Ehrenoffizier der Polizei bekommen, weil er in so vielen Fällen vermisste Personen lokalisieren konnte. Und ich habe einen Fall selber untersucht, wo die Polizei längst gesucht hatte und gesagt hat, da ist der vermisste junge Mann nicht. Und der hat da ein Kreuz auf der Karte gemacht und da war er. Weißt okay. du, weil für mich jetzt ja. zum Beispiel, wenn ich sehe, wenn jemand daherkommt, der etwas will von mir und meine Frau erkennt ihn auf 100 Meter, oh, pass auf. Ja, das ist gut. Genau, das ist gut, aber ich habe auch das Gefühl, dass man halt gewisse Felder vom Bauch zu Bauch vielleicht auch spüren kann. Ja, und vielleicht ist jetzt das ein Klärungsmodell jetzt gerade von diesem gewesen, der dieses Feld gespürt hat, was sein könnte. Also ich würde nicht von Feldern sprechen, obwohl das sehr verbreitet ist. Also wir haben dafür ein Modell. Mhm. Und dieses Modell sagt sogar genau aus, was man machen kann, wenn man so eine Begabung hat. Und das komme ich jetzt wieder zum praktischen Teil. Das ist ganz wichtig. Also es gibt einfach ganz viele Menschen, so wie deine Frau oder meine, die haben so eine intuitive Begabung. Und es wäre doch vollkommen Blödsinn, das zu ignorieren. Mhm. Das Problem ist, es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich was überprüft habe. Ein guter Arzt muss das auch haben. Also ich kenne ja viele gute Ärzte und die sagen, wenn der Patient zur Tür reinkommt, weiß ich, was der hat. Ja, genau. Aber er muss das noch überprüfen. Ja, klar. So. Aber auf das und hin bezogen. Ja, ja, super. Ja, großartig. So. Und was ich sage ist, wir müssen beides unter einen Hut bringen. Wir müssen unsere intuitive Begabung benutzen. Und wir müssen sie gleichzeitig rational überprüfen. Wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Und dafür ist diese intuitive Begabung da. Und nicht dafür, dass ich mich einfach blind drauf verlasse. Und jetzt ist das große Problem, jetzt muss ich doch mal... Ja, ich höre, jetzt schlucken. Liegt was auf der Stimme. Aber lass dir Zeit. Ja, also jetzt... ist das ja ein Problem, was jeden Tag vorkommt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man eigentlich lernen, damit richtig umzugehen. Und da hilft uns unser theoretisches Modell.
das theoretische Modell sagt aus, dass diese intuitive Begabung keine richtige Information ist, sondern nur eine Verschränkungswahrnehmung. Ja. Was das ist, erzähle ich später. Habe ich auch schon verstanden. Verschränkungswahrnehmung. Das ist eine Verschränkungswahrnehmung. Mhm. Die ist aber nur eine Musterübereinstimmung. Aber dieses Muster weiß ich nicht, wo es herkommt. Habe ich vorhin schon mal gesagt, also der Hellseher kann nicht hell genug sehen, um zu wissen, ist das jetzt der Wunschgedanke von seinem Klienten oder ist seine Angst oder die eigene Angst oder die eigene Idee. Das kann ein Hellseher nicht feststellen. Er hat einfach nur diese Muster, die tauchen auf. So. Und das passiert ja jedem. So. Und wie geht man jetzt damit um? Ich nehme jetzt mal ein typisches Beispiel, was wirklich passiert ist. Da hat eine Frau, die hat immer wieder solche Wahrträume. Und sie ruft bei mir an, weil ihr das Angst macht. Weil es nämlich meistens sich um Todesfälle oder Unfälle handelt. Und sie hat das ganz typisch immer das Gefühl, sie sei jetzt schuld dran, weil sie ja nichts unternehmen konnte, weil sie nichts gemacht hat. Und viele glauben sogar, dass sie das selbst ausgelöst haben, weil sie es ja geträumt haben oder weil sie das Gefühl hatten oder das Bauchgefühl hatten. Und das belastet die Leute ungeheuer. Mhm. Und da gibt's jetzt, habe ich eine Technik entwickelt, wie man das richtig macht. Und dann ist eine Bereicherung und man macht keine Fehler. Und das geht so. Das nehme ich jetzt anhand von diesem Beispiel. Diese junge Frau träumte ganz lebhaft, und sie hatte schon früher solche Träume, wie der Sarg ihres Großvaters aus Blumen geschmückt aus dem Haus getragen wird, aus seinem Haus getragen wird. Und sie wacht auf, ist ganz verstört. Sie hängt sehr an dem Großvater, der ist quicklebendig und gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass der sterben muss und so weiter. Aber sie ist total verstört, weiß nicht, was sie tun soll. Deswegen ruft sie mich an, weil sie denkt, ich kann ja jetzt da nicht hingehen und sagen, hör mal, du stirbst oder sowas. Das kann man ja auch nicht machen. Und da habe ich ihr erklärt, ja gut, wie macht man das? Man schreibt erstmal den Traum auf. Das ist schon deswegen wichtig, weil die Traumforschung gezeigt hat, dass sich unsere Träume im Laufe der Zeit ändern. Die Traumerinnerung ist nicht stabil. Mhm. Kann jeder mal selber ausprobieren, wenn er sich an einen Traum erinnert, gleich aufschreiben, nicht mehr reinschauen und am Abend nochmal den gleichen Traum aufschreiben und das dann miteinander vergleichen. Da gibt es signifikante Unterschiede. Also das kann jeder ausprobieren. Okay. Also das Erste ist, den Traum sofort aufschreiben. Beim Aufwachen sofort aufschreiben. Also das ist dann für Leute, die sowas häufiger erleben. So, das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt besteht darin, dass man den Traum, sich den Traumbericht hat man. Das ist, hat auch den großen Vorteil, dass er ja niedergelegt ist. Man vergisst es auch nicht wieder, kann immer wieder nachgucken. Dass man den Bericht jetzt nimmt und sagt, was könnte denn das jetzt bedeuten? Was könnte der Traum bedeuten? Naja, und was auf der Hand liegt, das könnte bedeuten, dass der Großvater stirbt. Da braucht man nicht lang nachzudenken. Also erste Interpretation, das nenne ich Bildergalerie. Erstes Bild, Großvater stirbt tatsächlich. Aber es könnte ja auch symbolisch gemeint sein. Vielleicht gibt es einen handfesten Streit und man will sich nicht mehr über den Weg laufen. Der ist für mich gestorben. Das könnte sich auch so ausdrücken. Oder also, die Angst, er könnte bald sterben. Ja, ja, genau. Also als zweites Bild, ein handfester Streit. Was könnte noch sein? Großvater zieht weg, ist nicht mehr verfügbar, war sonst um die Ecke, war immer jederzeit da. Aber er zieht jetzt weg in eine andere Stadt, also Umzug. Drittes Bild. Was könnte es noch sein? Großvater fängt eine neue Beziehung an, Verwandtschaft ist entsetzt, Erbe geht flöten und so weiter. Also neue Beziehung. Und dann lässt man auch immer noch einen Rahmen von der Bildergalerie frei, wo man noch was reinschreiben kann. Und dann lässt man noch mal einen Rahmen frei. So, das ist der zweite Schritt. Und da kann man immer noch was reintun, wenn man Zeit hat. So, der dritte Schritt besteht nun darin, und das ist der wichtigste, dass ich mir sage, okay, ich habe jetzt die verschiedenen Szenarien. Jetzt überlege ich mir, was würde ich denn in jedem Falle tun? Also, was mache ich denn, wenn der Großvater stirbt? Aha, dann würde ich doch mal vielleicht ihn mal häufiger besuchen. Vielleicht würde ich mal irgendwie ganz vorsichtig das Thema ansprechen. Vielleicht sollte er mal zum Arzt gehen. Vielleicht ist er zu leichtsinnig. Mhm. Vielleicht will er ja, dass man mal darüber spricht, was passiert, wenn er stirbt. Oder einen Streit ja. aufarbeiten. Okay, was mache ich, wenn es einen Streit gibt?
Das ist die dritte Szenario. Dann sage ich, okay, ich weiß ja, ich habe den Traum gehabt, ich lasse das mal nicht eskalieren. Der Großvater ist mir wichtiger, als Recht zu haben. Lass ich mal 5 Grad sein und sage, ist ja gut, glaubt da. Das ist immer gut, ja, okay. Also Streit ist okay, wenn er umzieht, ja, gibt es heute was, verschiedene Videoformate, da kann ich mit ihm skypen oder sonst was. Ich kann die Verbindung nicht abreißen lassen, ich kann ihm helfen beim Umzug. Was mache ich, wenn er eine neue Beziehung anfängt? Ja, dann lerne ich vielleicht seine Angebetete kennen, stelle fest, dass es eine Bereicherung und kein Verlust ist. Also kurzum, ich kann in jedem Situation mir überlegen, was ich denn da tun könnte. Und damit habe ich meinen Horizont erweitert. Mhm. Wenn ich mich aber nur auf eine Interpretation festlege, was die meisten machen, dann habe ich meinen Horizont eingeschränkt. Mhm, und genau dafür sind die Wahrträume da. Die sollen unseren Horizont erweitern und uns in die Lage versetzen, dann adäquat zu reagieren. Und keiner, der mich diesen Rat gegeben hat, hat sich jemals beklagt, und viele sagen, jetzt bin ich den anderen immer eine Nasenlänge voraus. Warum? Weil ich meine Handlungsmöglichkeiten und meinen Blick auf die Welt erweitert und nicht eingeschränkt habe. Und das kann jeder wissen, das kostet gar nichts, und dann kann man mit sowas richtig umgehen. Schönes Beispiel, vielen Dank. Ja. Aber wenn jemand tatsächlich immer wieder solche Träume hat und die Realität kommt dann in einer Woche, 2 oder einen Monat später und holt sie ein, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ja, natürlich. Ja, dann stellen die Leute genau fest, dass es so ist, wie ich Ihnen gesagt habe. Die meisten, die anrufen, die kommen nämlich, die rufen nicht an, weil es tatsächlich eingetroffen ist. Warum sollten sie mich dann anrufen? Sondern weil sie festgestellt haben, sie lagen haarscharf daneben. Genau, also der ist nicht gestorben, aber es gab einen Streit. Okay. Und dann sagen sie, Menschenskinder, was soll ich nur machen? Ich habe es ja eigentlich wissen können, aber ich habe haarscharf daneben gelegen. Und das kann man erklären. Das hängt damit zusammen, dass es ein Verschränkungszusammenhang ist und kein Signal, kein kausaler Zusammenhang. Das hat schon der alte C.G. Jung rausgefunden. So, und wenn man das weiß, dann kann man wirklich gut damit umgehen. Und dann ist es eigentlich eine total kreative Sache. Und das gilt eigentlich für alle diese intuitiven Wahrnehmungen. Mhm. Also das muss der Arzt auch machen. Wenn er sagt, wenn der da reinkommt, naja, das sieht aus, der hat die Augen Dinge. Und so, ja, der hat was da in der Leber. Und genau. Dann muss Händedruck hinterher, ist auch schon sehr, sehr stark. Ja, genau. Und dann muss er hinterher gucken, stimmt es auch wirklich oder hat was anderes. Naja. Also diese Technik. Ich glaube, dass die Natur diese hellseherische Gabe, wenn man so will. Das ist übrigens keine Fähigkeit, sondern eine Disposition. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, werde ich gleich erklären. Die hat die deswegen erfunden, weil es erfolgreicher ist. Also das hat sie in der Evolution durchgesetzt. Und in vielen Kulturen wird das ernst genommen. Jetzt muss ich noch kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Fähigkeit. Es wird immer gesagt, das ist eine Fähigkeit. Ich sage eher, es ist eine Begabung. Warum? Weil es eigentlich eine Disposition ist. Der Unterschied zwischen Fähigkeit und Disposition ist folgender. Fähigkeiten kann ich mir anerwerben. Also Klavier spielen, also ich nicht, aber andere, die ein bisschen Begabung haben, die können Klavier spielen, aber das können sie nicht von Anfang an, das müssen sie üben. Und richtig viel geübt, kann man ein guter Klavierspieler oder Klavierspielerin werden. Okay, das ist dann eine Fähigkeit, die muss ich mir aneignen, ich muss sie trainieren und dann kann ich es auch und ich kann es auch jederzeit vorführen. Eine Disposition ist dagegen etwas, das ist sowas wie eine Veranlagung. Also zum Beispiel gibt es die Disposition, Allergien zu kriegen. Oder es gibt Disposition, meinetwegen leicht Kopfschmerzen zu haben. Aber da ist es nicht so, dass man das ein- und ausschalten kann, sondern es passiert in einer bestimmten Situation. Und das ist eben genauso bei diesem sogenannten Hellsehen. Das ist eine Disposition. Und da komme ich nochmal auf den Gérard Croisset zurück. Das ist nämlich sehr schön interessant, woran man das erkennen kann. Der Gérard Croisset hatte nämlich auch ganz typische, falsche Treffer, nennt man das. Da hatte also zum Beispiel wurde eine Frau, die war irgendwie verschwunden, gesucht. Und man wusste nur, die hatte so ein schwarzes Taftkleid. Und der Gérard Croisset sagte dann, ja, da gibt es an der und dem Fluss im Gebüsch,
da ist die hängen geblieben, die Leiche, die Frau ist ertrunken. Dann ist man da hingegangen und hat das Taufkleid gefunden. Aber das Taufkleid gehörte nicht dieser Frau. Mhm. Wie kommt das zustande? Ich weiß nicht, ob man sie dann doch gefunden hat, aber das ist ein typischer falscher Treffer. Der besteht darin, dass eben die falsche Interpretation war. Er hat zwar den richtigen Eindruck gehabt, aber die falsche Interpretation. Woher kam das? Beim Gérard Quassette, der war eigentlich hauptsächlich erfolgreich, wenn die verschwundene Person was mit dem Wasser zu tun hatte. Also wenn die sozusagen ertrunken war oder so. Und woher kam das? Das hat der Professor Ten Haaf, der hat ja den Gérard Quassette sozusagen betreut und begleitet, rausgefunden, dass der Gérard Quassette, der keine besondere Ausbildung hatte, der war als junger Mann beinahe selbst mal ertrunken. Und deswegen war das für ihn so eine Art Resonanzphänomen. Da war er sozusagen sensibel drauf. Und wenn jemand ertrunken ist, dann hat es bei ihm sozusagen diese Disposition geweckt und dann war er erfolgreich. Und wenn es um andere Dinge ging, war er nicht erfolgreich. Mhm. Aber es war nicht so, dass man das nur ein- und ausschalten kann. Mhm. Und wenn man das weiß, und das ist eine typische Eigenschaft von Verschränkungszusammenhängen, oder ich nenne das auch Verschränkungswahrnehmung, dann weiß man, wie man damit umgeht. Und vor allem macht man nicht die Fehler, dass man auf der einen Seite das einfach für Fantasie und Blödsinn hält, das ist genauso falsch, wie dass man sich einfach blind drauf verlässt. Und ein weiterer Punkt, viele Leute glauben, und da werden ja sogar gar Kurse angeboten, man könne die telepathische oder hellseherische Fähigkeit trainieren. Das ist falsch, da kann Geld rausgeschmissen. Warum? Weil es eine Disposition ist. Man kann allenfalls lernen, ein bisschen mehr auf seine Intuition zu achten, aber dazu braucht man keine 3.000 Euro bezahlen oder 3.000 Franken bezahlen. Mhm. Also da rufen mich ganz viele Leute an, die sagen, ja, ich habe da so eine hellseherische Begabung, ich will doch anderen Leuten damit helfen. Mhm. Kann ich das nicht trainieren? Dann sage ich, lassen Sie es bleiben, Sie haben es oder Sie haben es nicht. Aber Sie können ein bisschen darauf achten. Und dann lassen Sie es bleiben, werden Sie nicht Hellseher. Warum? Diese Leute, auch wenn Sie es ganz ehrlich meinen, kommen auf eine schiefe Ebene und am Schluss kommt ein Scharlatan raus. Und ich will Ihnen auch erklären, warum das so ist. Das machen wir gleich die nächste Sendung dazu. Also gut, ja, prima Idee. Herzlichen Dank, Dr. Walter von Luca. Du war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, um hier einfach mal ein bisschen zu zeigen, Hellsehen, Hellsichtigkeit, Hellfühlen. Wie die Erklärungsmodelle dahinter aussehen, Disposition oder Fähigkeit, Verschränkungswahrnehmung habe ich mir auch aufgeschrieben, so kann ich es auch besser verstehen. Aber natürlich frage ich mich auch, hat jetzt zum Beispiel Mozart eine Fähigkeit gehabt oder eine Disposition? Wenn er da mit 4, 5 Jahren schon Konzertpianist war, dann reden wir nachher noch darüber. He? Ja, gerne. Super. Wir sehen uns in 2, 3 Wochen wieder, wo ich eine weitere Sendung natürlich mit unserem Gast heute machen darf. Wir machen heute gerade eine ganze Reihe von Sendungen und wenn Sie an diesen Phänomenen auch so Interesse haben wie ich und auch Erklärungsmodelle suchen oder Verständnisfragen haben, wo einfach gelöst werden möchten, dann schauen Sie wieder rein. Bis bald und auf Wiedersehen miteinander.